Im Meisterschaftsspiel zwischen der zweiten Mannschaft des UAC Salzburg komplett in Schwarz und den in Rot spielenden Gästen des TSV Brandenburg zunächst einmal die Gäste Ball. Wurf, Tor! Ein 0:1 durch Alexander Granauer. Keine Chance für Jakob Maxlmeier. Wurf, und hier ist der Ausgleich. Dieses Mal war die Nummer 5 Maximilian Rief erfolgreich. Das Spiel blieb allerdings spannend. Zunächst der erneute Ausgleich und dann wieder eine gute Kontermöglichkeit. Wurf, Tor! Das war das 2:1 für die Salzburger. Aber auch da ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten. Wurf, Tor! Für die Gäste durch Arnold Sander, die Nummer 52 des Verband. Und wieder der Salzburger Wurf. Herrlich gemacht. Und das war Klaus Lohmeier, der das 3:2 erzielt. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Läuft aufs Tor zu. Wurf, Tor zum 5:3 durch Felix Manuel Holobeck. Der Zwischenstand zur Halbzeit lautete 17:7 für den UAC Salzburg. Die zweite Halbzeit startete aus Salzburger Sicht optimal. Gute Aktion. Wurf, Tor zum 18:7 für den UHC Salzburg 2. Jetzt wieder eine gute Aktion. Und das war der erste Treffer in der zweiten Halbzeit, wiederum erzielt durch Alexander Grandauer. Keine Chance für Thomas Manner im Tor, der Gastgeber, der zur Halbzeit ins Spiel kam. Dann wieder die Geste. Abgewehrt, sehr schön gemacht, und auch den Nachschuss konnte sich Thomas Mannhardt auszeichnen. Läuft aufs Tor zu, Schuss, Tor zum 19:8, und der Endstand dieser Begegnung lautete verdientermaßen 30:19 für die zweite Mannschaft des UAC Salzburg.